So, schönen guten Abend. Heute mal ein Livestream der ganz besonderen Art. Ich habe EEP17 mir geleistet und installiert und eingerichtet. Ja, dementsprechend mal gucken, was wir heute basteln. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ja, mein Sohn steht auch neben mir. Genau. Ja. Eine kleine Überraschung für euch. Die Silvia ist bei mir auch im Discord mit drin. Hallo Silvia. Ja. Schönen guten Abend. Moin, moin. Schneckchen, juhu. Einen schönen guten Abend. Willkommen. Ah, das Schneckchen. Ja. Schneckchen, Silvia ist auch mit dabei. Jawohl. Und mein Bot hat ihn auch schon begrüßt. Das ist doch hervorragend. Ja, EP16 habe ich nicht, nein. Aber zum Glück habe ich EP17. Ja, 17 habe ich jetzt. Das ist die Version, aber das ist das gleiche wie die anderen alten Versionen. Nein, ist besser als die neuen, als die alten. Madame Nice, jo. Ja, hallo. So, dann gehen wir mal weiter und laden wir uns mal unsere Demoanlage. Ist so leise. Was ist leise? Ja, keine Musik, kein gar nichts. Ach so, das kann man ändern. Ein bisschen Untermalung. Ich meine, singen kann ich ja nicht. Außer der Esel. So. Wo kommt der Esel her? Aus Wesel, da kommt der Esel her. So, Musik müsste da sein. Nö. Ja, über Discord kannst du keine Musik hören. Das kannst du nur über Twitch hören. Ja. Stimmt. So, Anfangsbildschirm. Was? Nein, ich sing nicht. So. Hätte ich beinahe die Überraschung schon vorweg gezeigt. Ah, hoffentlich hat es keiner gesehen. 6.30 Uhr haben wir in EEP-Zeit, ja. So, bevor wir jetzt aber weitermachen hiermit, einmal Streamraider starten, damit wir das dann auch schon mal dort mitspielen können. Ja, macht er hervorragend. So, wir gehen weiter. Wo waren wir denn? Wir waren dort. Wir starten das Battle zur rechten Seite. So, mal gucken, ob wir da noch... So, das haben wir jetzt schon gemacht. Ziehen wir den noch da rein. Und den noch da rein. So, bin mal gespannt, ob sich Leute heute Abend zu mir hinfinden und mitspielen. So, dann viel Spaß beim Setzen für die nächste halbe Stunde. So, dann gehen wir wieder aufs Live-Bild. So. Ja, hat er umgeschaltet. 29 Minuten wird angezeigt. Gut, dann sollte das... Sollen wir das... Oh, schon 9 Zuschauer. Das geht ja richtig hier ab. So. Dann gehen wir mal... Muss ich einmal meinen Steuerdialog mal auf die andere Seite ziehen. Weil sonst sehe ich nicht, was im Discord und im Chat passiert. Növa konzentriert auf den Verkehr da hinten. Auf welchen Verkehr? Oh, Chaos Freak ist auch da. Den habe ich gar nicht gesehen. So. Auf welchen Verkehr warst du denn konzentriert, Schneckchen? Auf meinen... Autoverkehr oder... Ach, ich muss hier die andere Steuerung nehmen.
So. Hast du Twitch an, Silvia? Ja, natürlich habe ich Twitch an. So. Was denkst du denn? Ich gehe auf die Sirene los. Du siehst mich, ich gehe auf die Sirene los. Ja. Na? Das ist oh no. Der Colli kommt. Hilfe. So, einmal wieder ausmachen den Krach. Wahnsinn. Also ich kann da verschiedene Sounds einstellen. Also da kann ich auch Disco-Musik reinladen. So, das ist meine kleine Demoanlage. Dürfte so gut wie keiner erkennen, weil da probiere ich immer wieder neue Modelle drauf aus. Funktionalität, Kontaktpunkte etc. pp. Aber auch viele Modelle von mir draufgestellt, wie die ganzen schönen Straßenbahnen mit ihren Tauschtexturen. Fahrzeuge, LKW-Anhänger mit Tauschtexturen. Das sind zwar nicht meine Modelle, aber die Tauschtexturen sind von mir. So, so, so. Und? Passiert jetzt ein Unfall? Bremst du ab? Er bremst. Autsch. Nee. Das war doch ein bisschen kurz. Oh. Ah, da muss ich dann noch ein bisschen was mit der Einstellung feilen. So, ein paar neue Sachen von mir habe ich natürlich auch draufstehen, die ich demnächst testen werde. Chaos kennt sie ja schon. Ja. Da muss ich dann auch noch das Testcenter dafür bauen. Ups, hätte ich schon beinahe gezeigt, was da kommt. Nein, das kommt später. Mutig, ja. Falsche Trams, falsche Busse. Ja. Ist ja im Augenblick noch im Aufbau, das Ganze. Das Testcenter. Und deine... Die Busse, die da getestet werden könnten, sind ja noch im Bau, nicht? Das dauert ja immer so lange. Ich merke gerade, meine Tastatur verabschiedet sich. Ist doch gerade erst neu. Ja, ich habe es aber schon länger laufen. Also stecken wir mal einen Strom rein, damit sie nicht gleich ganz verabschiedet sich. Siehst du, jetzt bleibt die Straßenbahn stehen, bis er vorbei ist, dann fährt sie los. Ja. Heute funktioniert, hat keine Unfall. Ja, gegeben. Sehr schön. So. Meine Fernsehübertragungswagen sind auch da. Also klappt, funktioniert das auch. So. Ups, habe ich ja schon wieder was gezeigt. Oh mein Gott. Jo, meine kleine Testanlage noch nicht ausgebaut, weil ich muss noch ein paar Features mit hier reinbauen. Wollte ich heute Abend noch mit reingehen, um zu gucken, ob die einzelnen Modelle dann auch hinterher auf Kontaktpunkte etc. reagieren. Gut. So, da Silvia natürlich mit dabei ist, hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Guck, guck, ich lass mal schon mal gucken. So ganz nah am Rande gucken, gucken. Da. War wieder was. Ja. Oh ja, Silvia ist ein ganz... Oh, da ist schon wieder was gezeigt. Nein. Du hast Schneckchen gesehen? Wo hast du Schneckchen gesehen? Ah, Schneckchen hat was geschrieben. So, Schneckchen gesehen.
Das ist aber auch spannend. Ja, nicht? Wenn man jetzt kurz was trinken, meine Stimme geht dann weg. So. Sollen wir die Spannung noch etwas höher machen? Nein, wir machen es nicht. So, um was geht's denn heute? Nicht nur um die Demoanlage. Nein. So. Die liebe Silvia, das ist gleiche Strecke. Ich bin hier. Ja. So. Oh, was kommt denn da? Da fährt was durch das Bild. Da kommt er noch mal. So, dann halten wir das ganze Ding mal ganz kurz an. Sonst fällt es wieder weg. So, was haben wir denn da? Silvia, das ist dein Part, dein Modell vorzustellen. Also, es ist ein Modell, was Silvia gebaut hat. Das ist ein Verkehrstriebwagen der AKN. Das ist Baujahr 93. Und was soll man da groß sagen? Das ist halt ein Projekt, was ich seit gut 3 Jahren habe. Mit vielen, vielen Unterbrechungen. Und Frust natürlich auch. Aber ich bin stolz und froh, dass ich das Ding jetzt endlich fertig auf der Schiene habe. Und was natürlich schön ist an dem Ding, dass viele, viele Funktionen dazu in dem Zug sind. Einmal, dass die Türen natürlich auf und zu gehen, natürlich klar, Fahrerwechsel ist mit dabei. Ja, falsche Tür, okay. Falsche Tür. Machen wir sie beide auf, kann man durchgucken. Ja, Durchzug ist immer schön. Ja, ein paar Fahrgäste sind natürlich auch immer dabei, wie sich das gehört bei EP-Zügen. Ja, und vor allem vernünftige Leute, vernünftig angezogen, vernünftige Gesichter, vernünftige Konturen und nicht nur Strichmännchen. Ja, genau. Ja, der Zug ist beleuchtet, der hat eine Innenbeleuchtung, was sehr aufwendig war, aber es hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht machst du das gerade mal an. Ah ja, okay. Nicht nur, dass die Fenster beleuchtet sind, nee, auch wenn die Türen aufgehen, sieht man tatsächlich, dass da drin Beleuchtung ist. Wenn du noch ein bisschen tiefer gehst, kann man sogar die Lampen sehen, die das Ganze beleuchten. Geh mal einen Tick ran. Ich muss einen Tick rangehen. Ja. Ja, und jetzt runter. Da oben sind die Lampen. Ja. Na, die gehen auch an. Dann hat das Ding Beschriftungsfunktion. Ach so, natürlich kann man die Fahrgäste ein- und ausblenden, wenn man die nicht haben will. Es hat eine Parkleuchte. Hallo Götz. Willkommen in meinem Stream. Stell mal um. Dann kannst du unten die Parkleuchte aktivieren. Das Parklicht, genau. Einmal zack und jetzt simuliert man sozusagen, wenn das Fahrzeug in der Abstellgruppe steht, dass das Parklicht eingeschaltet ist, auch wenn der Zug halt sich nicht bewegt. Der also Scheibenwischer funktioniert. Nur bei Regen. Da muss das natürlich regnen, klar. Logisch. Oder so geht's auch. Aber Regen geht automatisch. Bei Regen geht's automatisch, ja. Fahrgäste ein- und ausblenden, Fahrer ein- und ausblenden. Zugzielanzeiger, genau. Kann man dementsprechend auch was machen. Ja. Die Zugzielanzeige kann man dann dementsprechend ändern, wie man das haben möchte. Einmal auf Ulzburg Nord und wieder zurück auf Ulzburg Süd. Ja. Aber man kann das auch in der Aufschriftfunktion von EEP sich reinschreiben, was man da gerne haben möchte. Ja. Und endlich mal ein Zug mit einer Frau als Fahrerin, nicht nur immer Männer. Wir wollen ja die Frauenquote hochhalten.
Endlich gibt's mal eine Frau im Zug. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Was ich bisher gesehen habe, ja. Na. Ja, wenn du eine Kurve hättest, dann hätte man auch wunderschön die Kupplungsanimation sehen können. Die bewegt sich nämlich mit dem Zug in die Kurve, damit, wenn jetzt Doppeltraktion gekoppelt wird, also vier Züge, dann bleiben die Kupplungspfeile da auch schön zusammen. Nicht, dass die immer auseinanderfliegen da, sondern die bleiben halt auch zusammen in der Kurve. Ja, deswegen habe ich ja das auf meine Demoanlage gemacht, weil diese Sachen fehlen mir noch da drauf. Und dann könnten wir dann heute Abend auch dran mal gehen, das Ganze dann auch in EEP bauen, dass man auch entsprechend die Kurvenfahrten machen kann. Was auch schön ist, was der Zug natürlich auch mitbringt, das sind die Seitenspiegel, die die Fahrerin bzw. der Fahrer ja braucht, um zu sehen, wann die Fahrgäste, ob die Türeinstiege frei sind, sag mal so. Das sind diese schönen ausgeklappten Teile. Genau. Das heißt, die müssten jetzt, wenn ich die Türen zumache, ja, da geht sie schon mal zu, ist sofort gesteuert mit den Türen, sodass die Tür, ja, die Spiegel automatisch ein- und ausklappen. Ein wunderschönes Feature, was ich finde. Um die ganze Authentizität eben dann auch dazu machen. Hat nicht jeder Das ist im Grunde genommen eigentlich alles, der Lochhof, was ich da... Na, danke für dein Follow. Ja, Follow. Ist immer wichtig. Ja. Also von der Warte, sie hat sich sehr, 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 sehr viel Mühe gegeben mit dem Teil. Auch die ganzen... Parklicht aus, dann kann er wieder losfahren. Ups. So. Parklicht... out. Ja, also sie hat sich ziemlich viel Mühe gegeben, auch mit der Detailfreudigkeit an dem Modell. Es ist ja nicht so, dass dann nur einfach nur ich muss mal ganz kurz mal die Kupplung an. Also hier oben das Ganze schön ausgeformt, mit Erhöhungen mit dabei, die Lautsprecher einhalten, Sachen mit dabei. Auch hier der Schmutz in den Lampen ist nicht... Ja, das ist Schneckchen, jetzt, da musst du mich jetzt dann schon abonnieren, dann kriegst du keine Werbung mehr. Dann musst du mir ein Abo hinterlassen. Du hast ja Prime, also von daher... Kannst du mal runterscrollen, runtergehen zur Kupplung. Rüdiger. Jo. Ja, auch da ist schön ausgeformt das Ganze. Mal kurz gucken, ob ich hier... steht schon auf 12 Uhr, ist also schöne hohe Zeit. Also da ist auch schön ausgeformt, schön dreckig der Flug mit da drin und abgeschabt. Tja, dann Schneckchen, dann weißt du das nächste Mal, wo du ihn hinterlassen kannst. Auch hier die ganzen schönen Sachen mit drin. Also Detailfreudigkeit ist wirklich hervorragend. Die Hebelchen sind mit dran. Ventile. Diese Besandungsanlage ist unten dran. Dann komme ich etwas näher dran. Ohne das ist das da vorne, übrigens, wo du gerade bist. Ja, der Stecker. Wenn du STRG und dran scrollen. Ja, bin ich gerade dabei. Also auch das hier sehr schön ausgeformt. Auch selbst diese Kleinigkeiten, was die Federn betreffen. Wow, jetzt werde ich durchgeschüttelt. Okay. Also sieht sehr, 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 sehr gut aus. Hier vorne, wo er gerade dran war, an dem AEG-Stecker, da wird der Strom eingespeist für den Zug, wenn er steht. Der Strom wird dort eingespeist, wenn er steht.
Wenn der Wagen steht, ja, wenn er in einer Abstellgruppe ist, dann kriegt er da drüber Strom. Oder wenn er in der Werkstatt steht oder was weiß ich, wenn die irgendwas testen wollen oder. Silvia? Ja, bitte. Das wäre zum Beispiel ein nächstes Modell, das zu bauen. Was? Diese Einspeisungsanlage als Modell. Das geht doch sowieso nicht. Why? Können wir uns ja später nochmal drüber unterhalten. Ja, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Ja, auch hier mit den Sicherungskassen sieht sehr gut aus. Die Schriften sind wirklich hervorragend klar. Ich finde vor allem die Peoples, da sollte man wirklich sagen. Geh doch mal in die Frontansicht, in den Zug rein. Über Kamera. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frau hier anguckt. Sehr stylistisch. Kein Problem, Götz. Schönen Abend noch. Danke, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Ja. Auch hier bei dem Typen, der eine Zeitung da hält. Das ist eine Zeitung. Ja. Sieht jedenfalls aus. Also der hat. Silvia hat sich mit fast offenen, freien Schultern. Ja, also wie gesagt, mit den Peoples hat sie sich auch ziemlich viel Mühe gegeben. Das ist jetzt gespiegelt, ne? Das sieht der Lochöffner fragt, wie viele Polygone hat das Teil? Kann ich dir leider jetzt so nicht beantworten, ich hab's nicht gebaut. Warte mal, ich muss selber gucken. So, dann geben wir mal das ganze Ding mal wieder Gas. Auch mit der Beschleunigung. Schönes Anfahren. TA-Triebwagen. Ach, nee, das geht ja so gar nicht, oder? Das kriege ich so nicht geöffnet, ne? Doch. So, auf meiner Testanlage habe ich jetzt natürlich auch schon einmal das Depot getestet, ob es funktioniert. Und einmal auch die virtuelle Verbindungen, um dementsprechend zu gucken, ob das Modell dann auch darüber das gut regelt. Das ist jetzt die virtuelle Verbindung. Zack, zack, weg ist er. Da kam das eine aus dem Depot wieder raus. Da ist der andere wieder da. Also das funktioniert auch prima. Auch im Depot arbeitet das Modell gut zusammen. Finde ich ganz toll. Ja, auch die Spiegelung in den Fenstern ist gut. Also für den Nahverkehrszug ist das wirklich hervorragend. Ja, MEF hat ja schon die Silvia in der Doppeltraktion vorgestellt. Dort hat sie dann eben dann 4 Waggons genommen. Das hat sie auch sehr schön auseinandergehalten. Mit den 2 zusätzlichen Wagen hat sie auch extra nochmal umbenannt, um dementsprechend das auch als Traktion darstellen zu können. Genau, weil wenn der Zug dann umgedreht wird, dann kriegt er ja sein Triebwerk wieder ans andere Ende. Dafür muss er ja gedreht werden. Dementsprechend würden dann, wenn ich die Türen über den Kontaktpunkt öffnen möchte, die Türen auf der anderen Seite aufgehen. Und das ist ja blöde. Deswegen gibt es noch 2 zusätzliche Züge dafür, um dann dementsprechend zu koppeln. Und dann gehen auch die Türen auf der richtigen Seite auf mit den Kontaktpunkten. So. Was haben wir denn? Wir haben 115.033 Dreiecke. Geht eigentlich noch für die Menge, die dem Zug dargestellt wird. Wir fahren jetzt gerade mal so schön mit, damit wir ihn auch noch mal sehen können im Fahrbetrieb. Was dann noch zu sagen ist, die Version wird natürlich auch dreckig gehen. Chaos hat dich gerade was gefragt. Chaos hat mich gerade was gefragt. Ich habe nicht hingeguckt. Ich muss jetzt bei Silvia in die Nussschule. Ah, ja, genau. Nee, es gibt nur einen Platz und der ist schon besetzt.
Das Modell hat 4 Lotstufen. Und hat mit in der ersten Lotstufe haben wir 112.769 Dreiecke, in der Lotstufe 1 geht das runter auf 35.500, Lotstufe 2 17.000, Lotstufe 3 4.517 und im Lot 4 im Moment 374. Das wäre eine 100%ige Reduktion, die in 1000 Metern Entfernung schaltet. Also der hat auch schön bei der Nachtzeit eine sehr schöne Ausstrahlung. Also jetzt ja, nicht Flares sind verbaut. Die Flares sind verbaut. So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken und Nerven habe ich durch meinen Sohn schon sehr starke. Also von daher alles gut. So, Kameraansicht. Ja, okay, dann bringst du mir eben alles bei. Chaos in meine. Wie komme ich jetzt nochmal in die Kabinenansicht rein? Über Kamera. Oben. In der Leiste, oben in der Leiste. Nein, ich könnte das zentrieren, ne, da ist es nicht. Du musst oben in die Leiste. Kamera. Geh mal hoch. Geh mal bitte hoch. Ja, da. Kann ich. Perspektiven. Perspektiven. Sichtkabine. Jetzt verschwinden wir kurz ins Nirgendwo. Zup, sind wir wieder da. Ja. Wir sehen uns gerade hinten. Also auch das Cockpit ist gut ausgearbeitet. Also man kann sich auch schön als Fahrer mitfahren. Vielleicht kriege ich das ja sogar noch hin, dass ich da den Kilometerzähler zum Laufen kriege. Ja, muss aber nicht. Muss ich mal gucken. Oh, Pagnator ist auch da. Wer ist da? Pagnator. Ah ja. Was ist denn Haarbahn? Achso, die ist das. Ja, meine Haarbahn. Okay. Ja, ein sehr, 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 sehr schönes Modell. Vor allen Dingen, dass ich ihn fertig bekommen habe, das ist eine, ja, so eine persönliche Geschichte. Eigentlich besteht mit der Sinn nach Straßenbahnen, und zwar die Hamburger Straßenbahn. Hallo Trainpilot, schön, dass du da bist. Ja, moin. Und mein Sohn kam zu Besuch und er arbeitet zufällig, rein zufällig, bei der AKN. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, ja, warum baust du nicht den Zug? Das ist ein... Erstmal ist es etwas, was es in der Form ja noch nicht gibt. Und in EP jedenfalls nicht. In EP nicht. Und dann habe ich halt mal nachgebracht und habe die Erlaubnis auch bekommen von der Firma AKN, dass ich das Logo nutzen darf. Dementsprechend ist natürlich dann auch der Anspruch sehr hoch, das Fahrzeug so original hinzustellen, wie es auch in Wirklichkeit rumfährt. Ja, und ist dir sehr gut gelungen. Und ich hoffe das ja. Ja, gehen wir noch mal ganz kurz in den Innenraum rein. Das können wir natürlich auch machen. Okay, mit den verglasten Fenstern.
mit den dunkel getönten wirklich sehr gut gemacht. Genial. Ja. Ja, auch hier mit der Tür, mit der wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Man sieht den schönen Zug vorbeifahren, gibt keine großartigen Spiegelungen drin. Wir drehen uns nochmal um und auf die andere Seite gucken. Dieser Luftzug wäre es normal. Ja, klar. Ja, auch hier hinten. Wie gesagt, über die Peoples habe ich mich ja schon ausgelassen. Ja. Der Boden alleine. Ja. Ist schön sauber halten. Aber auch hier mit den Stangen, mit den Stangenhalterungen wirklich gut umgesetzt. Guck dir mal die Decke an. Da wird dir schwindelig. Muss ein bisschen höher gehen. Ja. Der Lochofen, alles in Planung. Ich sage es nur, alles in Planung. Ja, ist in Planung. Ich werde mein Nötiges dazu tun. Ja. Ich hätte gerne noch den Zug in Dreckig. Ja. Wann? Jetzt oder was? Nein, jetzt nicht. Später. So. Weil das, den dreckigen Zug, den finde ich nämlich auch ganz fantastisch. Der saubere sieht zwar schön aus, aber der dreckige sieht noch besser aus. Kann ich nur, ich kenne ja, ich habe ja Silvia mitgeholfen, mit dem Zug zu bauen. Also der dreckige, ich kann auch schon mal die, das Wasser im Mund zu laufen lassen. Der sieht wirklich geil aus. Ja. So, ja. Also die Streifen hier drauf, die da sind, das hat was mit EEP zu tun und mit der Einstellung. Wenn ich hier die Schattenintensität steht wieder auf volle Leistung. Ich weiß nicht, warum er das nicht zwischenspeichert. So, ja, bau doch mal eine Kurve ein, mach doch mal. So. Da das ist dann irgendwo. Auch. Oder mach mal eine Weiche rein und lass den mal irgendwo ins Nichts in eine Kurve fahren oder so. So. Das war ja. Damit müssen wir dann einmal ganz kurz umschalten. Bis 90 Grad kann er fahren. So. Ohne dass sich da irgendwas berührt oder so. Der fährt in die Richtung. Das ist die Geschichte. Dann machen wir hier meine Wegeweiche rein. Dann klauen wir uns einmal die Schiene. Musst du erst drehen, ne? Ich brauche nichts drehen. Achso, dann machst du es andersrum. Ja, okay. Man muss dazu sagen, dass der Collie schon lange nicht mehr gebaut hat. Deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger. Boah. Der war jetzt gut. Der war jetzt sehr gut. Na komm, Doc, an. Ich mach doch erst einen Bogen und dann. Wieso? Wenn doch alles. Ja, jetzt ist das Problem. Da ist er noch. Ja, okay. Solange ich da nicht auf ESC drücke oder ähnlichen Shit mache, kriege ich meine Weiche dann auch hin. Du, ich hab der Lochofener. Das ist jetzt. Das erste Mal, dass ich EP 17 anhabe und vorher habe ich 2 Jahre pausiert. Viermal auf den Alter. Ich weiß nicht, wie lange das mal. Aber gut. So, muss ich mal ganz kurz. Mach mal 90 Grad. Mach mal nicht so viel, weil sonst. Okay. Der kann nur 90 Grad Kurven fahren. Ich habe im Augenblick 77, also alles gut. Ach, 70 Grad vom Winkel. Ja, einfügen.
ziehen wir den mal darum. So, dann klauen wir uns immer das gerade Stück. Aber wieso schaltet der immer wieder auf das andere um? Ich finde das nicht gut. Wait a minute. Das andere. So, Änderung ändern, einfügen. We don't. Ne, das machen wir anders. Ach, Dicker. Warum springt der immer wieder als in die andere Geschichte rein? Ich verstehe das Programm ab und zu nicht. Aber ich habe es nur angeklickt. Ja, es ist manchmal nicht ganz einfach. Nein. Komme ich noch rum? Ja, komm noch rum. By the way, Papa, Mama, mach noch einen 180 Grad Kurs. So, das ist jetzt. Der Marco, immerhin, das ist so ein niedlicher. Sieht aus. Ja, das sind so die Unleglichkeiten. So, dann machen wir das mal ein bisschen kleiner. Einmal da andocken. So, einmal. Das Drehen hast du übrigens jetzt auch im Kontextmenü. Da brauchst du dich nicht mehr großartig jetzt bewegen. Objekt drehen und fertig. Ist doch einfach verlängern, ist doch kein Problem. Geht alles übers Kontextmenü. So. So, das war jetzt mit Strom. Ein Bildschirm ist ausgegangen. Ja, er hat das geschafft. So, dann habe ich jetzt die Verbindung dazu. So. Da muss er reinfahren, das muss ich dann entsprechend trennen. Funktioniert das immer noch. Funktioniert doch. Ja, funktioniert das doch. Das funktioniert, dem, ja, ja. Auf dem Bild. Ich bin jetzt gerade auf meinem anderen Bildschirm. Und ich habe ja die Fenster getrennt, weil ich habe das so ungerne, dass die Fenster hier im Bild mit drin sind. So. Ich glaube, wenn du dann auf die Lok gehst oben, auf das Mitra-Symbol. Musst du erst den Wagen anklicken. Genau. Und dann klickst du den hinteren Wagen an. Oder die Mitte, die Mitte, die Mitte. Klick mal die Mitte an. Ja, jetzt kannst du auch rangehen. Siehst du, dass die Kurve zu groß ist? Wait a minute. The back is waiting to begin. Papa is waiting to begin. Geht er nämlich zusammen. Dann ist der Winkel etwas zu eng. Ist zu eng, ja. Ah, no. Der Winkel ist eigentlich zu eng, Papa. Ja, ist zu eng. Aber du kannst ihn aber zeigen, wie der Parkbike funktioniert. Ja. Hm.
Ja, man sieht es auch jetzt, wenn er jetzt gerade durch die Weichen durchfährt. Genau. Also es gibt auch eine Begrenzung für den Originalzug, was die Kurven betrifft. Da der ja eh schon so eng zusammen ist. Aber trotzdem, das Kurvenverhalten ist super gegenüber anderen Zügen, die ich kenne. Ja, hast du was Gutes geschrieben? Ja, gut, aber. Also für dein Erstlingswerk kann ich nur sagen, gut ab. Schön und Dankeschön, Lochner. Oder der Lochhofner, so. Hm? Ich danke dir. Päckchen? Ja, Dankeschön. Du fährst ja auch öfter mit. Das Schneckchen fährt mit der AKN? Oh, klar, ab und zu. Okay. Nicht immer, aber ab und zu mal. Ein Schneckchen, wenn du nach Hause musst. Ja. Dann kann sie ja schreiben, ob das so hinkommt, was die Silvia da gebaut hat. Martin, alles klar. Okay, dann sag ich Martin, vielen Dank nochmal für deine Worte. Ja, klaro, muss man doch nach Eidelstedt, da fährt auch so dieses Muschel. Okay. Das ist wieder Schneckchen. Oh. Das kommt überall im Osten hin. Ja, okay. Ja, wunderbar. Stream Raiders, also ich bin gerade ganz alleine bei Stream Raiders. Ist doch hervorragend. Gut, schalt um. Ganz alleine, hat keiner mitgemacht. So eine Frechheit. Gut, aber das Battle verliere ich, das weiß ich jetzt schon. Ich alleine gegen den großen Kerl. Null Chance. Außerdem 16 Enemies gegen 2. Null Chance. Und schon tot. Losing. So. Ah, versuchen wir es noch mal. Vielleicht verirrt sich doch einer beim Stream Raiders mit noch mit mir und kämpft mit mir. Ich setze ihn mal dahin. Ja. Machen wir noch ein bisschen Melee mit rein. Für die nächste halbe Stunde können dann eventuell sich noch ein paar Leute zu mir verirren. Okay, gut, nächste. Für mich ist das auch böhmische Dörfer. Ist so ganz einfach. Figuren setzen, ja. Spielen. Aufrüsten das Ganze. Man wird immer besser, man kriegt viele Goodies und dementsprechend wird man immer besser. Ja. Und was soll man damit machen? Weiß dann auch wieder keiner und oh nee, und lieber so. Nicht. Ja, und für jede halbe Stunde Battle ja, da musst du dich anmelden. Du bist doch eh schon öffentlich, Schneckchen. Du kannst du dich gerne anmelden. Du hast so einen Twitch-Account, ganz kostenlos. Ist alles kostenlos, brauchst kein Geld für bezahlen. Nee, du kriegst nur unheimlich viel Werbung. Aber das ist nicht so schlimm. So, dann schalte ich jetzt mal um, dass der beim nächsten Mal gerade ausfährt. Ja, dann muss ich wieder die Shift-Taste drücken, um die Weiche zu bedienen. Genau. So, Weiche müsste jetzt gerade ausfahren. Jo. So. Ja, die Fahrzeugnummern, die haben ja auch Fahrzeugnummern. Ach so, das habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Dass man sich die Züge dann dementsprechend auch
von den Fahrzeugnummern individuell einrichten kann. Ne? Also dass nicht immer die 61 da fährt, sondern dass man sich auch die 58 oder die 41 machen kann, je nachdem. Das ist ja immer oben drauf. Also die Nummern kann man ändern, die Nummern kann man ändern, die Nummern kann man ändern. Unten in der Mitte. Und in der Mitte, das Zugzielanzeige über Tauschtexturgeräte, sehr, 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 sehr gut gelöst, das Ganze. Das ist über Aufschriftfunktion, nicht über Tauschtextur. Aufschriftfunktion, Text. Ja. Text, genau. Hex. Also individuell einsetzbar, dass man dann auch verschiedene Züge sich machen kann und nicht immer nur mit einer Nummer rumlaufen. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Aber ich habe es ja gesehen. Ich habe es ja bei dir gesehen, dass es funktioniert. Ja, bei mir funktioniert. Ja. So, dann wollen wir mal ganz kurz hier den Kreis mal abreißen. Schöne Kreis. Ja, die Kurve ist ein bisschen zu gravierend. Dafür habe ich jetzt da hinten auf dem Platzbereich noch genügend Luft, um da was anderes zu machen, weil hier auf der schmalen Seite wollte ich eigentlich meine Teststrecke machen für die Straßenbahn, für die Busse, die mit der Chaos irgendwann mal in grauer Vorzeit bauen wird. Genau. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz den weiterschicken, damit ich die... Aber die sind ja schon in Arbeit und die sehen auch super aus. So. So, das war jetzt Gleis zurückverwandeln. Gleis zurückverwandeln. Na. Zwei Wege. Was? Wo ist das? Gleis zurückverwandeln? Hallo? Ein weiter nach vorne. Ein Gleis nach vorne. Nee, wir müssen ein anderes Gleis nehmen, das davor. Ach, ja. Ich habe das falsche Gleis angeklickt. Kein Problem. Passiert die Besten. Ich habe den. Ist ein kurzes Gleis. So. Ja, ein Kurzschlussgleis. Kurzzuggleis. Ein Kurzschlussgleis. Ach Mensch. Ja, Kurzschlussgleise gibt es auch in EEP. Ja. Hat man ja eben gesehen, nicht? In meiner Straße. Wo ich dann gefragt habe, warum blockiert das denn jetzt alles? Mal hier, ich lasse es mal ganz kurz laufen. Ja, man muss da. Kann, weil ich habe ja hier eine Busspur gebaut. Um das Ganze auch mit der Busspur zu testen. Problem mit dieser Straßenführung ist eben die, wenn hier einer davor steht und das Ganze blockiert, blockiert er auch den gegenwärtigen Verkehr. Warum, weiß ich nicht. Ja, auch hier gehen die Türen auf. Kommen wir noch runter. Oh, die Sirene ging gerade los. Hast du das gehört? Ich bin wieder im Einzugsbereich. Ja. Einzugsbereich der törenden Sirene. Wir haben alle Angst vor dir. Geht schon wieder die Sirene los. So. Ja. Ist auch eine Sirene, die ich gebaut habe. Wird auch wahrscheinlich irgendwann mal im Shop erscheinen. Aber kleine Probleme, was ich daran sehe, das Ding funktioniert nur auf Annäherung. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie ich das ganze Ding auf Kontaktpunkte legen kann. Deswegen muss ich daran noch etwas arbeiten. Also auch die wird irgendwann mal im Shop erscheinen.
aber daran muss ich noch ein bisschen feilen. Weil ich kann im Augenblick jetzt hier nur einstellen. Ja, Speicher ab, bitte. So, ich kann jetzt hier nur... Ich das weiß es nicht. Da hast du nicht gemacht, das ist der blöde Bot. Jo, der hat irgendwas erkannt. Hm, denk nicht drüber nach. Nachricht gelöscht, haha. Was hast du denn, was hast du denn da geschrieben? Ich will jetzt mal ganz kurz rüber wechseln. Wegen Lua. Wahrscheinlich erkennt er Lua oder so. Keine Ahnung. Muss ich einmal ganz kurz in den Mods-Status reingehen. Da hingehen. Dann einmal einen Mod ansehen. Musst du einfach nur... Automatrad an Schlange. Lua nicht. Nee. Schreib das nochmal rein, dann gebe ich das mal frei. Nee, Lua mag ich auch nicht. Und das Wort habe ich bei mir gesperrt. Ja. Ja, dann mag Lua nicht. Sorry, aber ich arbeite nicht mit Lua. Ich bin was passiert denn, wenn ich das reinschreibe? Ich darf das. Okay. Ja. So, wir waren jetzt eben gerade bei der Katastrophensirene. Also ich kann jetzt hier einen Sound zufügen und kann die Hörbarkeitsradios machen und auch die Aktivierungsdistanz erhöhe. So, dass dann das ganze Ding... Ab einer gewissen 50 Meter ist das jetzt hier. Wenn ich jetzt 50 Meter ranrolle an dem ganzen Teil, wird der aktiviert. Nein, Lua ist keine Beleidigung. Lua ist eine zusätzliche Programmfunktion hier in dem EEP-Programm, was man dann über Programmcodes aktivieren kann. So dass dann alle Abläufe, die jetzt hier sind, ich mach's mal ganz kurz wieder auf den, alles, was ich jetzt hier über die Kontaktpunkte regle, jeder Kontaktpunkt hat hier eine einzelne Funktion, die ich zuweisen kann. Und über dieses Lua-Programm kann ich dann über den ASCII-Code entsprechende Sachen schreiben, um sich diese Kontaktpunkte zu ersparen. Mehr ist es nicht. Ich arbeite lieber gerne mit Kontaktpunkten beziehungsweise, was ist hier wieder los? Hallo? You drive me crazy. Der steht vor der... ja, das ist eben so eine Sache, die ich dann hier auf der... will er jetzt nicht machen über den Teil. Okay. Machen wir es anders. Problem, ich habe das jetzt so gesteuert, dass der... Man spart dann den KP, ist richtig, ja. Ich habe das jetzt bei mir jetzt so gesteuert, wenn die Bahn kommt, kriegt der ein rotes Signal, damit er davor stehen bleibt. Aber ich habe hier auch Kontaktpunkte hingesetzt, wo ich dem Zug sage, weil hier ist auch nochmal ein Signal, dass er nicht weiterfahren darf. Lochhofner, danke, dass du dabei gewesen bist. Ja, mach's gut und schönen Dank. So. Aber aus irgendwelchen Gründen stehen die jetzt hier und es passiert nichts. Aber die durchsichtige Ampel steht eigentlich davor. Deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt hier steht und nicht fährt. Hast du mal auf die Ampel von dem Wagen geguckt? Die steht nämlich auf Halt. So, dann müssen wir den manuell wieder anschubsen. Nein, müssen wir nicht. Okay.
Ich muss hier unbedingt mein Radarfenster noch einprogrammieren. Da muss ich aber nochmal gucken, wie das funktioniert. Ich will hier die einzelnen... Weil im Augenblick ist das Radarfenster hier komplett überfrachtet. Ja, und ich brauche eigentlich nur die... Die Strecken und nicht den ganzen anderen Schlüsselmengen. Da muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert, dass ich das ausblenden kann. So, jetzt fährt der auch. Dann läuft das wieder hier. So, Sylvia steht noch da hinten, wo sie hingestellt worden ist. Ich bin hier. Ich mach gar nichts. Ich bin ganz... Sylvias Zug. Achso. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, dass wir jetzt hier hinten noch eine vernünftige Teststrecke hinkriegen. So, hier wollte ich noch ein paar Züge fahren lassen als Hintergrundbild. Deswegen habe ich die Kreuzungsbauwerke dort schon mal hingestellt. So, dann klauen wir uns doch mal die Schiene da vorne. Amastrom C. So, ich wollte ja eigentlich hier, eigentlich hatte ich hier angefangen, einen Bahnhof mir zu bauen. Mhm. Wollte den da hinstellen, aber das klappt nun mal jetzt nicht. Da muss ich nochmal in ruhiger Minute das machen. So. Ende einfügen. Mal kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Da können wir dann da noch einen Bahnsteig hinbauen. Bahnsteig, Bahnübergang. Was habe ich jetzt gemacht? Blöd. Habe ich mich verklickt. So, mein schön. Na, komme ich da noch rum? Ne, nun komme ich nicht mal rum mit dem Winkel. Oh, na, guck mal. Der S-Bahner. Der Chaos eigentlich noch da? Sonst schreibt er andauernd in den Chat rein. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Winkel? 76 ist wieder der hart an der Grenze. Da habe ich 49. Wenn ich jetzt auch was... Da habe ich einen neuen Mitspieler. Ist doch schön. Wenn ich jetzt auch was antworten möchte, muss ich dann auf Zitieren klicken? 0, 2, 1, 3, 4, 3, 1. Im MEF? Ja. Ja. Okay. Ist ein Epic Arch on the Battle. Hab ich denn da jetzt auch 40? Okay.
wieder am falschen Dings gezogen. Ach man, ey. Endglas. So, da. So. Ja. Ach, warum mache ich es mir denn eigentlich jetzt hier so schwer? Strong H. Hm. Ich habe es wieder falsch gemacht. So, Strong G, nicht H. Ich glaube, das wird er wohl nicht machen dazu. Nee, das wird er nicht machen. Oh, super. Marco, kannst du auf Deutsch reden? Strong G. Sechsundfünfzig ist noch in Ordnung. Oder Silvia? 41. Ich habe gerade was geschrieben. Also, das ist wieder 72. Oh, locker. Sind aber auch Kurven, die du da baust. Träumt ja der Papst von. Ich habe die Kurven gerade nicht gebaut, das hat das Programm gebaut. Ach so! Ich habe auf Strong G gedrückt. Alles klar. Ja, du wirst ja wahrscheinlich noch eine wegnehmen müssen. Haben wir jetzt hier 53. Strong G. Dreiundvierzig. So. Die hatte jetzt 88, ne? Oder habe ich mich verguckt? 52. Ja. Ah ja, alles klar. 43. So. So, dann machen wir jetzt hier Vertausche Anfang und Ende. Einmal als Weiche. Dann hätte ich gerne das Ding kopiert. Schieben, andocken. So, der ist jetzt wieder falsch rum. Machst du einfach nur Rechtsklick und drehen. So, bis dahin. So, der Zug fährt jetzt da rauf und da rein. So, wenn er jetzt wieder raus will, muss ich ihm eine neue Ausfahrmöglichkeit geben. Einmal die als Weiche. Klauen wir uns den hier wieder. Der ist wieder verkehrt rum.
Objekt drehen, zweiter von oben. So geht's auch. So geht's auch, genau. So, gibt völlig verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Ziel kommt. Ja. Gott sei Dank. So, dann kann er da wieder rausfahren. So, da haben wir einen schönen Winkel. So, dann hätte ich jetzt gerne einmal so, wo steht er? Da steht er. So, müssen wir einmal. Steht nicht günstig. Oh, Niki hat geschrieben. So, bis zur Mitte ungefähr fahren lassen. Das Ganze nochmal stoppen. So, dann packen wir einmal den Gleis auseinander. Zusammen, damit wir die virtuelle Verbindung trennen. Anklicken, Strong H war das. Niki schreibt. Schön, soll er sich im Stream reinkommen. So, der fährt da raus. Dann hätte ich gerne hier die Verbindung. Und hier die Verbindung. Dann hätte ich gerne Strong. Den Strong H. Einmal hier die Verbindung. Und hier die Verbindung. So, dann dürfte ich jetzt das geregelt haben. Und er sollte... Geht schon nach Polen, das Ding. Geht schon nach Polen, das Ding? Ja. What? Ach so, ja, das wird der Ding erstmal darüber getestet, ja. Okay. So. Da haben wir den Zug jetzt da hinten. Oh, der schreibt da böse Sachen. Ach du meine Güte. Fein, dann mal weiter. Leichte Kurvenfahrt. Ich glaube, ich kann... Hat nun Wochenende, wie gesagt, am Montag ist er wieder da. Ja klar, kein Problem. Und jetzt schreibt er was Neues. Also das hier, das sieht wirklich sehr gut auch aus mit dem Hin- und Herwackeln. Dass er dem Schienenstrang auch vernünftig folgt. Na, Schneckchen, das musst du nicht verstehen. Können wir dir gerne mal erklären, nicht im Livestream, sondern so mal per Discord zum Beispiel. Gehört jetzt hier nicht rein. Ich beschränke mich mehr auf den formalen, auf den konstruktiven. Okay. So, kann ich dann hier zwei Bahnübergänge noch reinbauen und dementsprechend die kurze Verschaltung machen. Aber das mit dem Streckenverlauf werde ich dann auch für meine Straßenbahn hinterher benutzen, weil da habe ich ja das gleiche Problem mit der
Kurvenverhalten. Also von daher kann ich das dann auch benutzen. Aber das darf ich sagen. Einige was? Übersetzungen sind, naja. In der Ini oder was? Ja, ja. Halt. Aber schön, dass er sich schon mal damit beschäftigt hat, nicht? Also was mir positiv aufgefallen ist, die Texturierung. Das ist klasse. Ich würde gerade sagen, was ich gesehen habe, gefiel mir überhaupt nicht. Mach raus damit. Hier hat sich irgendwie eine Weiche verstellt und die Autos stehen verkehrt. Die sollten eigentlich dahin auf der Straße fahren. Hallo? Ihr habt hier nichts zu suchen. Also er schreibt wirklich positiv, ne? Ja, ist doch schön. Ja. Und er schreibt viel. Ja, Niki schreibt immer viel. So. Da die jetzt hier links abgebogen sind, habe ich jetzt ein Problem. Weil die Kontaktpunkt für den ist jetzt hier falsch. Auf Abzweig. Die Bewohner sind Standard-Make-Humans. What? Nochmal ganz kurz mit dem ein Tipptext als Hinweis, damit ich das hinterher wieder umstellen kann. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das jetzt hier wieder in Gang kriegen. Fahren wir automatisch los. Hier. Lokführerin gefällt mir. Was? Nicht so gut. Halt, du hast jetzt hier nichts zu suchen. Du hast hier auch nichts zu suchen. Du fährst auch verkehrt. Och Mann, ey. Hab ich nicht gesehen, dass der da steht. Wieso fahren die da auf einmal alle falsch? Das Problem ist bei den Einspurstraßen. Das ist ja eine Einspurstraße. Eine Zweispurstraße, Entschuldigung. Bei der Einspurstraße wäre es nicht das Problem. Bei der Einspurstraße ist eben das Problem, wenn der von hier kommt und fährt hier über die Weiche, schaltet er die Weiche automatisch auf Abbiegen. Wenn in dem Augenblick, wo er hier reinfährt, hier schon jemand über den Kontaktpunkt, der die Weiche sagt, du sollst geradeaus fahren, drüber steht, biegt er automatisch ab. Ist sich ein Problem. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, das wegstellen. So,
das ist jetzt der Kontaktpunkt dazu. Ich stell den mal ein bisschen näher rein. Ja. Ich mache mal ganz kurz hier auch noch einen Tipptext fertig. Damit das nicht nochmal passiert. So, dann müssen wir den einmal wenden. Den einmal wenden. Das Ganze auf Fahrt stellen. Dann geben wir dem wieder 50 Stundenkilometer. Dem wieder auch 50 Stundenkilometer. So, hält an, guckt, dass keiner kommt und fährt dann rum. So sollte es sein. So, dann gehen wir jetzt nochmal rum, dass wir den hier wieder auf Wart stellen. So, jetzt müssen wir uns den Kollegen suchen. Ach, da hinten ist er. Da hinten, der da, den brauchen wir. Der soll nämlich normalerweise von da oben runterkommen. Jetzt ist er da. So, jetzt müssen wir ganz kurz Action ready hier machen. Stop it. Anwählen. Zurück auf die andere Spur. So. Gib Yumi. Wieso fährt der eigentlich so langsam? Wo jetzt mal der Verkehr auf? Deswegen liebe ich ja diese Teststrecken, um ganz einfach zu gucken, was passiert, wann und warum und wie kann ich den Fehler beheben. So, der fährt wieder langsam drauf. Das ist soweit okay. Warum die jetzt so langsam fahren, kann ich auch ganz kurz erklären. Ich habe hier auf der Strecke für den, der jetzt hier unten abbiegt, 20 Stundenkilometer als Maximalgeschwindigkeit reingegeben. Ich halte den Verkehr noch mal ganz kurz an. Das ist das hier. 20 Stundenkilometer. So, dann machen wir jetzt noch mal einen Tipptext drüber. Ui, 100 Biddies. Dankeschön. Schön, dass du da gewesen bist. Genau, schlaf schön. Schlaf gut, bis später mal. Danke, danke. Und der hier ist dafür da, dass ich wieder auf 50 Stundenkilometer gehe. So, da ich den aber nicht hier da auch drauf gemacht habe, fahren die natürlich, die jetzt hier rechts abbiegen. Tschüss, schönen Abend noch. Auch nur noch mit 20 weiter. Deswegen habe ich jetzt gerade den Kontaktbuch kopiert, habe die mit 50 nochmal dahin gemacht und kann dann jetzt beim nächsten Mal nicht mehr passieren. So, mein Blitzer funktioniert noch. Fahren sie alle vorschriftsmäßig? Hallo? Ja, funktioniert noch.
So, ich habe aber eben gerade das Schild hier verstellt. Das sollte ich dann wieder zurückschieben an den Ausgangspunkt. So. So, der fährt noch 20. Den habe ich eben vergessen. Der hält den Verkehr auf. Dürfen die anderen sich jetzt hinterher wieder beschleunigen. So. Hält an, Fuß ist raus, er fährt weiter. Passt. So, der bremst ab. Ja. So, dann sollte das Problem jetzt hier an der Ecke erstmal gelöst sein. Der hat sich auch ein Satz geläutert. Oh, das war aber knapp, junger Mann. So, Silvias Zug fährt noch seine Runden. Ja, er fährt noch seine Runden. Nicht entgleist, gut. Nein. So. So eine Rundstrecke habe ich jetzt schon mal gebaut. So, wie kann ich jetzt da einen Kopfbahnhof hinbauen? So, dafür halten wir den Verkehr mal an. Ich nehme mir den Steuerdialog. Gleisobjekte. Ja, speichern mal bitte ab. Bahnhof. Eine Zelle KW1. Was ist das für? Ich hätte doch noch mehr Hallen. Gleisobjekte. Die hast du die noch nicht übernommen? Das war die ICE-Halle. Ja. Bahnhofshalle, wenn die noch anders benannt? Die ist mir ein bisschen zu groß und zu mächtig. Ja, die ist zu groß. Oh. Und schüss sie weg. So, das ist der ICE-Halle von dem DH1. Das ist die große Halle. Gleismauern, Brückentunnel, Bahnhof, Bahnsteige, Empfangshalle, das war die. 15 Meter Dach, UD1, der gehört zu den neuen, richtig? Ja, der gehört zu den neuen. Tschüss. Auch noch die neue Anlage, das war die Ausgang. Ah, das sind die Dinger. Okay. Und dann muss ich mir hier alles reinschreiben irgendwie. Was hat er schreibt? Hat er Fehler gefunden? Nee, hat er nicht. Er gibt mir ein paar Tipps.
gerade. Ja, ist doch schön. Was haben wir denn da? Wieso sitzt denn hier im Bahnsteig die Schiene drin? What? Das soll bestimmt nicht so sein. Was haben denn Brücken unter Bahnsteige zu suchen? Das ist auch wieder falsch zugeordnet. Suche es raus. Ne, der passt überhaupt nicht. Reicht nicht. Parkplatzzufahrt unter... What? Was soll das denn? Besucherparkplatz. Also irgendwas stimmt hier mit der Zuordnung nicht. Ja, der sieht doch schon mal hervorragend aus. Ganz kurz Steuerdialog wegnehmen. Dann hätte ich gerne das Ding gedreht auf 180. Ne, geht nicht. Drehung Z. 180. Ja. Kann ich das als Endkreis nehmen? Nein. Da hat es gerade gesagt. Okay, das heißt, ich kann das Ding nur dran sitzen und dann im Endeffekt einen Prellbock hinten dran machen. Räumchen, geh mal an die Seite. Kann ich das Ding nicht verlängern? Ne, sieht nicht danach so aus. Okay. Dann muss ich das so machen. Ist zwar nicht so, wie ich das gerne machen würde, aber okay. So, dann kann ich mit den nehmen. Scheint wohl nicht mehr da zu sein. Dem ist so langweilig geworden. Wie war das jetzt nochmal? Das. Ne, geht nicht.
Ich dachte, es gibt so viele. Gibt so viele? Was? Konstrukteurinnen. Nee, gibt es nicht. Ich glaube, du bist die Einzige dann. Hinterher. Hey. Ja, das ist schön. Dann hätte dann Trent dann auch schon mal die Frauenquote wieder erfüllt. Nicht spielt, jeder spielt mit Eisenbahn als Frau. Nee, das stimmt. Echt gut, ich spiele auch nicht viel. Also ich baue ja mehr, ne? Da geht es dir so wie mir. Ja, entweder baut man oder man konstruiert. Ja. Zwischendurch kann man dann schon was machen. Ja. So, jetzt wollte ich jetzt aber das andersrum machen. Vertausche Anfang und Ende. Kürzer. Zwei Wege. So, ich brauche 1, 2, 3, 4. 1, 2. Drei, vier. Hallo. So, dann lassen wir das mal da andocken. So, dann wollen wir mal gucken, wie das mit String G oder war das jetzt H? Och, ich komme da immer durcheinander. Gleislücke schließen ist G. Den mit dem. Den mit dem. Dem mit dem. Dem mit dem. So, es war nicht ganz ordnungsgemäß, weil ich habe jetzt so kurze Weichenteile genommen, deswegen sieht das so blöd aus. Aber soll mich im Augenblick nicht interessieren. Gut, damit haben wir da mal hier einen kleinen Bahnhof hingestellt. Das heißt, wir können dann die Türen testen, auf und zu machen, den Wechsel von vorne nach hinten testen. So, dann suchen wir uns jetzt noch sieht er dann aus? Na super. Kann man ja gar nichts mit anfangen. Okay. Ausmachen. Aber es sind doch Gleisobjekte. Wieso sind da keine Dings drauf, keine Schienen? Und der Fahrweg ist plan, gibt es keine Prellböcke. Ah!
Der wird ausgeliefert mit Schiene. Okay. Strang C. So, dann haben wir jetzt hier auch noch Prillbäcker dran gemacht, damit da nichts passieren kann. Dann können wir das dann auch simulieren. So, da machen wir noch ein paar Bepflanzungen ran, damit die Leute dann auch Schallschutz haben. Eine Mauer setzen wir da noch hin. Ah, Mauer können wir auch ganz kurz hier vorne klauen. Ich glaube, hier habe ich ein Spline dafür. Der weiß nicht. Noch nicht. Der. War das jetzt ein Spline oder war das jetzt ein. Ja, war nur ein einziges Mauerteil. Ich habe gedacht, das wäre ein Spline gewesen. Ja, ich glaube, dass hier hinten waren Splines. Ja. Dann klauen wir uns die. Bist du noch da am Durchlesen? Ja, ich schreibe mit ihm. Ach so. Kannst du mir ja sagen, dass wir eben gerade im Livestream mit deinen Bar Eisen waren? Hab ich schon. Ach, hast du schon gemacht. Okay. Dann machen wir das so. So, dein Zug fährt hier noch seine Kreise. Ja. Können wir dann hinterher die hier klauen? Ja, die Ausgestaltung können wir ja später machen. Nicht so, dass das jetzt sein muss. So, dann klauen wir uns das hier mal. Ist falsch. Der muss da hin. Und der muss da hin. Falsch gedreht. Ich habe wieder falsche Taste gedrückt. Sorry. So, einmal dahin, noch einmal dahin, jetzt die richtige Taste drücken. So, den verschieben wir nach dahin. Der muss einmal gedreht werden. Dahin kommt. Ja, passt sogar noch drunter. So. Den können wir löschen. Der muss gedreht werden auf die Seite. Der muss gedreht werden auf die Seite.
So. Dann schauen wir mal die. So, den einmal drehen. So, C. Da, einmal da. Drehen, drehen. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil hier ist ja die Straße zu Ende. Wenn der sich dann materialisiert, muss das Vorsignal etwas früher da sein, damit der noch in die Eisen gehen kann. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Wie überall, die Schiene ist zu hoch. So, ganz gekonnt. Da trennen wir. Jetzt geht's los. Jetzt wird gebastelt. Da trennen wir das auch runter. Ja, Speicher ab, bitte. So, dann nehmen wir jetzt die Schiene. So, damit wir dann jetzt hier auch die die Linie haben. Dann können wir den eigentlich wegnehmen. Den da hinsetzen. Die Schiene haben, danke. So, den weg. So, dass die Knöpfe hervorguckt. Dann schieben wir das kleiner. Den aber auch kleiner. Den brauchen wir dann nochmal Strom G. Den mit dem. Den mit dem. Ich empfehle nicht. Und schon haben wir einen Übergang. So. Dann haben wir das schon mal geregelt. Jetzt klauen wir uns die. Die nicht. Die auch nicht. Hallo. Den brauchen wir. Okay. Ja, ich habe es noch nicht verlernt. Was denn jetzt? So. So, müssen wir uns die Übergänge noch schnappen. So. Oh.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er auf der anderen Seite sitzt und mit dem Hut auf den Fußboden klopft. Was? Niki oder was? Ja. Weißt du, was ich hier treibe oder was meinst du? Nee, wir schreiben. Ach so. Blödsinn. Drehung Sitz 80. So, dann haben wir das hier schon mal da fertig. So, die ist natürlich wieder viel zu lang für den Übergang. Das schieben wir den nach dahin. Die schieben wir dann kleiner. Ab. So, den müssen wir auf der Z-Achse 180 drehen. So, dann verbinden wir jetzt die Sachen wieder. Anklicken, Start, G, den, dem. Start, G, den, dem. Und schon haben wir die Abführung. Ja. Damit haben wir doch schon bei einer 2 Bahnübergänge. Na, wie sieht's aus mit dem Abknickenden? Ja, sieht doch gut aus. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht gut aussehen würde. Bei deinem Zug. Was hast du zu meinem Zug? Ich habe gesagt, auch mit dem Runterfahren macht er gut mit. Na klar. Hätte ich mich auch gewundert, wenn nicht. Ist durchkonstruiert. Ja. Bis ins Kleinste. Ja. Selbst die Stoßdämpfer sieht man dann. Genau. Wie sie einfedern, ne? Ja. Ja.
sollst dich nicht bewegen, du sollst da stehen bleiben. Ich brauche dich als Prellbock. Klasse. Also das, das müssen wir gleich mal besprechen. Also das ist total klasse. Ups, ist mir einer vor der Nase lang gefallen. Was Niki geschrieben hat? Ja. Okay. Biegt er richtig ab. Hält an und biegt richtig ab. Gut. Dann funktioniert das doch. So, hier baue ich dann den Offline-Modus. Wieso bleibst du da stehen? Hallo? Mhm. Wieder irgendeine Gleisverbindung nicht korrekt gewesen. Kommst du wieder? Sag ich doch, Gleisverbindung. Wenn der abrupt stehen bleibt, kann es nur Gleisverbindung sein. Mhm. Nee, sieht schön aus. Sieht echt schön aus. So, wir haben kurz nach 10. Sind schon wieder 2,5 Stunden am Streamen. Da mein Sohn jetzt gleich ins Bett muss, gucken, wie sieht es bei Stream Raiders aus. Oh, die sind auch schon längst fertig, hätten wir schon längst machen können. So, dann machen wir Stream Raiders. Und dann hören wir auch auf mit dem Stream. Weil mein... So. Ja, mein Sohn ist schon längst überfällig. Deswegen brechen wir das nach Stream Raiders ab. Most kills. 13 zu 1. Ach, wir haben nur ein Enemy. Okay. Und haben ihn geschafft. Supi. Dann hat sich das doch gelohnt. Dann picken wir noch 2 Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Und dementsprechend gehen wir noch mal ganz kurz ins Live-Bild rein. Fahren wir mal ganz kurz mit dem schönen Zug mit. Als schönen kleinen Abschluss mit da drin. Freue mich schon, dass ich weiter testen kann hinterher alles, wenn das so richtig schön funktioniert. Hey, Züchlein, jetzt versteckt er sich hinter der Wand. Dann drehen wir doch mal um. So, dann sehen wir da noch etwas besser aussehen. Gut, ich freue mich auf weitere Modelle von dir, Silvia. Ganz, ganz stark, besonders auch auf den dreckigen Zug. Ja, zeigen den wir, kriegst du dann. Zeigen wir dann vielleicht beim nächsten Livestream, wenn es dann hier weitergeht bei uns auf der kleinen Dämonlage. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, Tschüsschen für heute Abend, eventuell ein schönes Wochenende. Vielleicht kommt auch noch ein Stream morgen oder übermorgen dazwischen. Schauen wir mal. Gut, ich sag schönen Abend. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Würde mich ganz tierisch überfreuen. Ciao, ciao. Ciao, Silvia. Ciao, Ted. Bis dann und danke fürs Zugucken. Tschüss.